Hallo liebe Zuschauer, wir möchten heute gerne über transatlantische Netzwerke sprechen, die heimlich unsere Demokratie unterwandern. Das heißt, es geht um die Macher hinter den Kulissen. So der Titel eines Buches von Hermann Plopper, den ich jetzt ganz herzlich begrüßen möchte. Guten Tag. Ja, transatlantische Netzwerke, können Sie uns ein wenig erklären, worum es da eigentlich geht und warum die heimlich sind? Transatlantisch bedeutet über den Atlantischen Ozean hinweg. Es handelt sich im Wesentlichen um ja, ein Netzwerk, das die Eliten der USA mit den nationalen Eliten unterschiedlicher Länder dieser Erde verbindet. Das Ziel ist im Großen und Ganzen eine langfristige strukturelle Anbindung der Länder an US-amerikanische Verhältnisse und zum anderen eine Synchronisation mit der Außenpolitik der USA. Das ist ganz wesentlich und sie sind deswegen diskret, weil sich immer wieder in der Bevölkerung heraus destilliert der Wunsch durch Umfragen und so weiter ermittelt, dass die Deutschen zum Beispiel in ihrer Mehrheit wünschen, dass man das Beste aus Sozialismus und Kapitalismus miteinander kombiniert, wobei eben der Mensch im Mittelpunkt dieser Politik stehen soll. Auf der anderen Seite sagen Umfragen immer wieder ganz eindeutig, dass die Deutschen gerne möchten, dass wir eine unabhängige Politik betreiben, unabhängig von den Blöcken auf dieser Welt, also sei es jetzt Russland, China oder USA, in einer freundlichen, aber erkennbaren Distanz zu diesen Machtblöcken. Was haben wir in der Wirklichkeit an Politik? Die Politik, die wir in Deutschland haben, geht in eine ganz andere Richtung. Nämlich in die Richtung, dass in der Außenpolitik, betrachten wir mal in der Außenpolitik, wir eine immer stärkere Anbindung an die Interessen der USA haben, was ja auch durch Bündnissysteme wie NATO und anderen System, G20 und so weiter, immer deutlicher festgezurrt wird, geradezu den Charakter der Unwiderruflichkeit bekommt. Auf der anderen Seite haben wir eine Politik nach innen, die marktradikale Agenda immer deutlicher erkennen lässt. Wir haben einen immer härteren Kahlschlag in Deutschland, immer mehr wird privatisiert und es wird ein immer stärkerer Druck ausgeübt, dass alles durchökonomisiert wird in Deutschland. Und wie kommt das? Eine Demokratie ist ja dadurch gezeichnet, dass man, dass das Volk der Souverän ist und nicht ein Fürst. Und von daher auch das Volk entscheidet in seiner Mehrheit, welche Politik betrieben wird. Und dass solche Entscheidungsprozesse öffentlich stattfinden, und von daher auch dann nachvollziehbar sind in jeder Form. Das allerdings passiert immer weniger. Man kann feststellen, dass wir mittlerweile eine Entwicklung haben, die also ganz im Gegensatz zu diesem Wunsch der Bevölkerung steht. Und das, meine Damen und Herren, hängt damit zusammen, dass wir seit Jahrzehnten eine Intransparenz haben. Wir haben sozusagen eine Struktur jenseits der öffentlich wahrnehmbaren Struktur durch Elitenetzwerke, die von Amerika aus angeregt sind. Ein Name nur mal zu nennen, Atlantikbrücke. Dort war Frau Beate Lindemann über viele Jahre Geschäftsführerin und sie hat das in der Berliner Zeitung im Jahre 2006 sehr schön auf Punkt gebracht, aus der Sicht dieser Eliten. Man kann mehr erreichen, wenn man nicht in der Öffentlichkeit arbeitet. Das heißt, es wird hier eine Agenda durchgezogen, die nicht mehrheitsfähig ist in Deutschland. Sie haben jetzt schon eine Gruppierung angesprochen, die Atlantikbrücke. Ich glaube, ja, die kennt nicht zwingend jeder. Können Sie uns vielleicht da nochmal ein paar Beispiele nennen? Um welche Gruppierungen geht es Ihnen und welche Personen sind für die besonders wichtig? Ja, also die Atlantikbrücke ist in den 50er Jahren bereits gegründet worden, war zunächst ein sehr kleiner Kreis von Leuten, die bereit waren, sich
für die USA zu engagieren. Es wurde dem auch noch eine in den USA, der American Council on Germany, beigeordnet, wo US-Eliten interessiert wurden für Deutschland und deutsche Eliten. Es geht erstmal um Socializing. Es geht darum, dass die Eliten der beiden Länder zusammenkommen. Und zum anderen, das reicht aber nicht aus. Es muss zudem in wissenschaftlichen Gruppierungen, in Denkfabriken sozusagen der Diskurs entwickelt werden, mit dem man in dem jeweiligen Land dann die US-amerikanische Agenda durchziehen kann. Dafür wurde die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik gegründet im Jahre 1955. Die schafft nun als offizielle Beratungsstelle der Bundesregierung das wissenschaftliche Unterfutter für diese diversen Elite-Netzwerke. Da muss ich jetzt aber noch einmal nachfragen, wie funktioniert denn die Kommunikation zwischen diesen diskreten Runden und der öffentlichen Politik? Ja, man kann das vielleicht an einem Beispiel mal deutlich machen. Es ist ja so, diese sogenannten, wie ich es nenne, Artus-Runden, also wo die Superreichen zusammensitzen mit einigen, sage ich mal, Alpha-Intellektuellen, die setzen zusammen und diskutieren jetzt nicht über das Klein-Klein der Tagespolitik, sondern über allgemeine, größere Richtungsweisungen und entscheiden dann, wie soll es weitergehen. Ein konkretes Beispiel, 1952 wurde Dwight Eisenhower US-Präsident. Er war Mitglied im Council on Foreign Relations, also dem Zentrum dieser ganzen transatlantischen Netzwerke. Sein Außenminister John Foster Dulles war auch Mitglied im Council on Foreign Relations. Im Council on Foreign Relations wurde zu der Zeit eine neue Militärdoktrin entwickelt, die dann amtliche Politik der US-Regierung wurde, nämlich die Massive Retaliation, die massive Vergeltung. Das heißt, wenn die Sowjetunion aus ihrer Sphäre, die man ihnen zugeordnete, hatte nach der Konferenz von Yalta 1944, ausbrechen würde und würde ein Land aus der amerikanischen Interessenssphäre zu sich rüberziehen wollen, dann würden die Amerikaner sofort mit nuklearen Schlägen antworten, sehr schnell. Diese Doktrin wurde sogar im Gebäude des Council on Foreign Relations in einer landesweiten Fernsehübertragung den Menschen draußen im Lande kommuniziert. Es stellte sich heraus, zu unserem Glück, dass diese Doktrin nicht funktioniert. Sie wurde Gott sei Dank nicht angewandt, sonst säßen wir hier nicht, sonst wären wir jetzt atomarer Feinstaub. Es hat sich herausgestellt, dass die USA sich damit nur unglaubwürdig gemacht haben. Es wurde also 1957 der junge Harvard-Historiker Henry Kissinger beauftragt, mit einer Arbeitsgruppe für den Council on Foreign Relations eine neue Strategie zu entwickeln. Es kam heraus, die Strategie der Flexible Response, die flexible Antwort. Das heißt, wenn die Sowjetunion eine Revierverletzung machen würden, dann würden die USA nicht sofort mit nuklearen Schlägen reagieren, sondern schön abgestuft von diplomatischem Austausch über konventionelle Waffen, aber auch der Einsatz von Nuklearwaffen war nicht ausgeschlossen. Das wurde 1957 dann in einem Bestseller, wo Henry Kissinger als Autor firmierte, der Öffentlichkeit mitgeteilt und wurde dann im nächsten Schritt amtliche Politik der USA. Die Kuba-Krise ist genau der Punkt, wo der Übergang war von der massiven Vergeltung zur flexiblen Antwort. So funktioniert das und daran sind halt beteiligt Medien und Politik und Wissenschaft in einem durchaus feinen, synchronisierten Spiel. Sefa Gorbett gesagt. Okay, ja, das war jetzt die globale Politik. Wir befinden uns hier in Marburg. Können Sie uns vielleicht noch einmal vor Augen führen, was bedeuten die Themen, über die Sie schreiben, jetzt eigentlich für unser alltägliches Leben hier vor Ort? Ja, es ist ja so,
Das, da würden jetzt noch viele Vermittlungsschritte eigentlich notwendig sein, um das im Einzelnen zu belegen. Ich möchte es nur mal so thesenhaft in den Raum stellen. Zu den transatlantischen Gruppierungen kommen noch Stiftungen, in zunehmendem Maße Stiftungen dazu. Die Bertelsmann Stiftung zum Beispiel ist eine sehr mächtige Stiftung, die quasi schon manchmal die Politiker vor sich her treibt in vielen Projekten. In dem Projekt Schule und Co., zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, wird ausprobiert, wie 250 Schulen als autonome Wirtschaftseinheiten, quasi als GmbH, wirtschaften und arbeiten und haushalten. Das Zentrum für Hochschulentwicklung kümmert sich darum, dass Universitäten privatisiert werden, und war auch die treibende Kraft für die Studiengebühren, für die Einführung der Studiengebühren. Im Krankenhausbereich zum Beispiel gibt es das Zentrum für Krankenhausmanagement unter dem Dach der Bertelsmann Stiftung. Dort wurde zum Beispiel die Privatisierung, also erstmal die Zusammenlegung der Universitätskliniken Marburg und Gießen unter einem gemeinsamen Dach betrieben, organisiert, gemanagt. Und dann die Privatisierung und den Übergang in die Hände des Unternehmens Rhön-Klinikum. Das ist also jetzt ein sozusagen profitorientiertes, renditeorientiertes Unternehmen, das gerade wieder 44 Mitarbeiter entlassen hat, weil die Rendite zu karg war. Die Auswirkungen für die Menschen sind gewaltig. Also vieles, was als Mobbing bezeichnet wird und was als persönliche sozusagen Unverträglichkeit zwischen Kollegen dasteht, ist in Wirklichkeit eine Folge eines enormen Rentabilitätsdruckes. Es wird dafür gesorgt, dass soziale Einrichtungen in GmbHs umgewandelt werden. Eine eigentlich attraktive Idee. Eine soziale Einrichtung generiert ihre eigene Reproduktion. Funktioniert in der Praxis aber nicht, sondern der Druck auf die Mitarbeiter ist, immer noch mehr Gewinn zu erzeugen. Und das ist sicher nur der Zwischenschritt zu einer Aktiengesellschaft womöglich. Noch deutlicher wird das bei den Social Impact Bonds. Das ist ein Projekt, was Präsident Obama mit 100 Millionen US-Steuergeldern finanziert hat, zusammen mit Goldman Sachs und Boston Consulting. Es geht darum, dass jetzt das Spekulationskapital direkt auf soziale Projekte spekulieren soll. Das sieht so aus, eine Gemeinde nimmt sich meinetwegen vor, 100 entlassene Strafgefangene sollen in 5 Jahren nicht wieder rückfällig werden. Damit, das weiß jeder, kostet viel, viel Geld, braucht viel, viel Mitarbeiter und viel Begleitung. Das Geld stellen dann Spekulanten zur Verfügung, wie Future Bonds, ne, das ist ein weiteres Spekulationsspiel, geben das der Kommune. Die Kommune arbeitet damit und setzt das durch. Und nach 5 Jahren wird dann bewertet, ist das ein Erfolg gewesen, ist keiner rückfällig geworden, keiner wieder in den Knast gekommen. Und das entscheidet ein unabhängiger Schiedsrichter, unabhängig ist auch fraglich. Auf jeden Fall gibt es dort 6% Zinsen und das Geld zurück. Wenn das Projekt nicht gelingt, gibt es kein Geld zurück. Aber das ist nur Theorie, denn der Schlichter wird schon dafür sorgen, dass es die Erfolgskriterien entsprechend passen. Das heißt, die ganze Gesellschaft wird sozusagen jetzt an die Börse gebracht. Und ich sage mal, es ist jeder Bericht, mal ein wenig von der Gemündener Krankenkasse sagt, dass psychosomatische Beschwerden drastisch zugenommen haben und die Ausgaben für die Kurierung der psychosomatischen Beschwerden, das heißt das, was hier in der Amerikanisierung, sage ich mal salopp, an den Menschen verübt wird, ist ein gewaltiger volkswirtschaftlicher Schaden. Okay, wir sehen also, wir kommen an dem Thema nicht vorbei. Nach dem, was Sie recherchiert haben, können Sie uns vielleicht einen Ausblick geben, was haben wir jetzt in nächster Zeit von den Transatlantikern zu erwarten? Ja, die langfristige Perspektive ist, das geht schon seit dem Zweiten Weltkrieg so, die langfristige Perspektive ist, den Nationalstaat zu schwächen, zu reduzieren auf Grundfunktionen. Vertragssicherheit soll der Staat gewährleisten, Sicherheit des Eigentums und Sicherheit der Verkehrswege.
Sonst alles andere kann privatisiert werden, einschließlich Polizei, Justizvollzug etc. Dieser insgesamt, so haben sie es in vielen Schriften auch gesagt, soll der Staat, der Nationalstaat, nur noch einer von vielen Playern sein, weil mittlerweile Konzerne, multinationale Konzerne, so mächtig geworden sind in ihrem Umsatz, wie mal wegen das BIP, das Bruttoinlandsprodukt eines mittelgroßen Staates. Zum anderen sind Nichtregierungsorganisationen ebenfalls nur noch multinational unterwegs. Damit ist nicht nur Greenpeace gemeint, sondern natürlich auch NATO und UNO und so weiter. Das heißt, der Nationalstaat muss jetzt zurücktreten. Und da man es ja bedenken, der Nationalstaat ist demokratisch legitimiert. Die anderen beiden Player an diesem Tisch sind nicht demokratisch legitimiert und ihre Entscheidungen sind nicht durch transparente Prozesse zustande gekommen. Das heißt, auch Außenpolitik wird privatisiert. Wir sind jetzt genau an dem Punkt, wo das auch ganz offen in einem Thesenpapier von German Marshall Fund of the US und Stiftung Wissenschaft Politik auf den Punkt gebracht wurde. Privatisierte Außenpolitik, dazu heißt es in dem Papier neue Macht, neue Verantwortung. Außenministerien haben schon lange kein Monopol mehr über die Definition und Umsetzung der Außenpolitik. Sie werden sich entwickeln müssen zu Impulsgebern und Netzwerkmanagern, die Meinungs- und Entscheidungsprozesse organisieren. Also der Staat ist nur noch eine Art von Kellner, der sozusagen die Getränke hin und her trägt. Zbigniew Brzezinski ist ein großer Denker, zweifelsohne einer der wichtigsten Denker der Transatlantiker neben Walter Lippmann und Kissinger. Er hat in seinem Buch von 1997, The Grand Chessboard, nicht nur darüber gesprochen, wie sich der Westblock, jetzt die eurasische Kontinentalplatte, auf Dauer sichert und sie ausbeutet. Er hat auch einen Zeitplan gemacht, in dem unter anderem gesagt wird, dass 2014 die Ukraine dem Westen einverleibt wird. Also die Agenda wurde ziemlich exakt eingehalten. Brzezinski hat dort eine wichtige Erkenntnis für uns, nämlich dass auch die USA, die Hegemonialmacht schlechthin, irgendwann von der Weltbühne abtreten wird. Und genauso wie das Römische Reich, wie das Englische Reich und so weiter. Und dann soll aber das Betriebssystem, quasi das Betriebssystem US-Finanzkapitalismus, fest installiert sein in den Institutionen und den Hirnen aller Länder dieser Erde. Das soll dann die selbstverständliche Spielregel sein auf der ganzen Welt. Dann ist es auch egal, siehe oben, Nationalstaat eingeschränkt, ist es auch nicht weiter schlimm, wenn die USA eben auch implodiert. Das ist nur dann, wenn es eben keine solchen Nationalstaaten in dieser Stärke mehr gibt, überhaupt keine Tragödie. Hauptsache, man hat die ganze Welt zu einem globalen Markt, zum einförmigen Markt gemacht. Es gibt dafür ein historisches Beispiel. Das Römische Reich zum Beispiel hat ja die ganze antike Welt umspannt. Innerhalb dieses Römischen Reiches hat sich die katholische Kirche als inneres Netzwerk oder christliche Kirche als Netzwerk darin entwickelt. Als das Römische Reich implodierte, von der Bildfläche verschwand, blieb dieses Netzwerk als Negativabguss übrig. Es ist bis auf den heutigen Tag erhalten. Das ist eine erstaunliche Beständigkeit. Und ich denke, so denkt sich Brzezinski auch den Zweck dieser ganzen transatlantischen Netzwerke. Das ist der tiefere Sinn. Und an dessen Ende steht eben dieser große globale Weltmarkt, diese Freiheit für Goldman Sachs und all die großen Banken und die Thinktanks werden dann statt Government Governance machen. Das große Zauberwort Governance, wo jeder Transatlantiker leuchtende Augen bekommt. Soll heißen, eben diese Regierungsform durch runde Tische, denn wie schon Walter Lippmann, einer der ersten Denker dieser Netzwerke, festgestellt hat in seinem Buch Public Opinion, das gemeine Volk und auch der gemeine Abgeordnete in einem Parlament kann überhaupt nicht ermessen, wie wichtig
oder wie komplex die Außenpolitik ist oder überhaupt die Weltpolitik ist. Von daher müssen das Experten machen. Das ist der Ansatz der Expertokratie, die wir heute haben. Und deswegen tagt man eben auch, um jetzt die Zwangsehe zwischen Europa und Nordamerika herzustellen, hinter verschlossenen Türen. Und hackt dort erstaunliche Dinge aus, die eben von Bürgerinitiativen immer mal wieder ans Licht gebracht werden, ans Tageslicht gebracht werden. Und wir bekommen immer mal wieder so ein paar Bröckchen davon. TTIP wird endgültig, sage ich mal, den Raum Europa und Amerika unter dem Betriebssystem US-Finanzkapitalismus zusammenführen. Und was die Leute natürlich nicht so wissen, die USA wiederum sind auch das Zentrum. Auf der anderen Seite gibt es nämlich das transpazifische System, genau wie TTIP, gibt es eine Entsprechung für den pazifischen Raum. Und so werden die USA versuchen, ihr Betriebssystem auch dort zu etablieren. Und deswegen ist auch so wichtig, dass bei uns quasi die Streitkräfte im Moment aufrüsten, dass wir, die Bundeswehr und so weiter, europäische NATO-Kräfte, amerikanische Kräfte ersetzen sollen. Das ist im Moment der Tenor und sozusagen die eurasische Platte für die USA als Hütehund frei halten sollen, während die USA sich mehr auf den pazifischen Raum verlagern. Ja, das klingt jetzt natürlich alles sehr düster. Können wir da eigentlich irgendwas dagegen tun? Sie verwenden den Begriff Instand besetzen in Ihrem Buch. Was verstehen Sie darunter? Ja, ich hätte dieses Buch nicht geschrieben, wenn ich die Leute irgendwo mit einer mentalen Keule niederschlagen wollte. Ganz im Gegenteil. Ich denke, wenn man weiß, Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Wenn man weiß, womit man es eigentlich zu tun hat und nicht länger mit einem Besen im Nebel rumstochern muss und ständig neue Enttäuschungen hat, wie die Wähler von Rot-Grün 1998, wo die Leute dann glaubten, jetzt wird es besser und dann, sie wundern sich dauernd, ja, wie kommt denn das dazu, dass Omid Nuripur da so die Kriegstrommel kloppt und Cem Özdemir dauernd was von US-Bündnis und so weiter redet. Ja, diese Leute sind ja in diesen Netzwerken drin. Und ich denke mal, um da auf Ihre Frage zurückzukommen, ich denke, dass wir in Deutschland und auch Zentraleuropa, es ist in Skandinavien, in Österreich und in der Schweiz, haben wir eine grundsätzlich andere Wirtschafts- und Sozialordnung als in den USA oder England. Bei uns gibt es sehr viel Solidarstrukturen, die schlimmsten Auswüchse des Kapitalismus immer noch abgehalten haben. Es gibt Bereiche bei uns, wo die Politik schon seit Preußen gesagt hat, da hat das Profitprinzip nichts zu suchen. Hier muss der Mensch im Mittelpunkt stehen, in der Daseinsvorsorge, in der Krankheitsversorgung, in der Infrastruktur, im Verkehrswesen und so weiter, Ordnungskräfte und so. Wir haben für diese Zwecke in Deutschland seit Preußen schon öffentlich-rechtliche Einrichtungen, staatliche Einrichtungen oder Genossenschaften. Und gerade Genossenschaften, denke ich, sind ein Hoffnungsträger. Heute sind auf der Welt schon 800 Millionen Menschen beschäftigt in Genossenschaften. Das ist also kein Nischenphänomen, wie das oftmals so dargestellt wird. Mit den Genossenschaften haben wir auch die Möglichkeit, diesen Wachstumswahn und damit letztlich die Zerstörung der Welt aufzuhalten. Es gab jetzt gerade 3000 Menschen haben einen Kongress besucht in Leipzig, Degrowth. Das ist eine neue Bewegung, auch von Ökonomen und so weiter, die sagen, wir machen jetzt eine Wirtschaft, die nicht auf Biegen und Brechen wachsen muss, sondern die einfach die Menschen zufriedenstellt. Und dafür ergeben sich viele neue Ansätze. Es gibt energieautarke Orte in Deutschland, es gibt Sachen wie Transition Town, wo sich ein Ort verpflichtet, möglichst wenig Rohstoffe zu verbrauchen durch lange Anfahrtwege und so weiter. Es tut sich unglaublich viel
Und vielleicht müsste man diese steuerbegünstigten Stiftungsmodelle einfach auch mal für sich selber anwenden. Und jetzt auch, sage ich mal, Leute über Stiftungen fest anstellen, die die Verbindung herstellen. Meinetwegen, wenn irgendwo Regionalgeld ist und werden dort Erfahrungen gesammelt, dass nicht in einem anderen Ort das Rad neu erfunden werden muss, sondern dass tatsächlich dort dann auch schon mal Expertise aus dem anderen Ort kommt, wo es schon praktiziert worden ist. Oder Nulltarif im öffentlichen Personennahverkehr. Und es muss Leute geben, die professionelle Journalisten, die den Menschen draußen im Lande diese relativ komplexen Sachverhalte so erklären, dass sie es auch verstehen und akzeptieren. So wie die andere Seite ihre irrwitzigen Ideen halt mit guten Journalisten, mit professionellen Journalisten und Werbestrategen den Menschen nahezubringen versucht. Nur, dass wir dann eben nicht mit der Schockkeule arbeiten würden, mit der Angst, die hier überall geführt wird, wie es Naomi Klein ja, ein Buch von Naomi Klein heißt Schockstrategie, die schocken wirklich die Mehrheit der Bevölkerung. Wir brauchen das nicht, wir haben was anderes. Das Erste ist wahrscheinlich, dass die Menschen sich mal wieder selber akzeptieren. Ich habe im Buch geschrieben, schmeißen Sie jetzt gleich Ihren Fernsehapparat zum Fenster raus. Ich denke, wenn man das einfach mal durchschaut, dass vieles nicht Information ist, sondern Datenschrott und Gehirnwäsche, dann sind wir schon ein Stück weiter. Ja, Herr Plopper, dann danke ich Ihnen für diese Ein- und Ausblicke. Ich danke auch. Und ich denke, wir haben eine Menge Stoff für weitere politische Debatten. Ihnen, liebe Zuschauer, auch viel Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.